So, hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich total, virtuell leider nur bei Ihnen und bei euch allen zu sein. Lieber wäre ich in Wirklichkeit in Schrobenhausen. Ich komme nämlich auch aus Bayern, von daher kenne ich Schrobenhausen und wäre lieber vor Ort, muss ich gestehen. Aber so ist es auch gut. Immerhin treffen wir uns da. Heute ist der Tag der internationale Tag der Pressefreiheit, das ist ja immer so ein Jahrestag. Was soll man dazu sagen? Ist es ein wichtiger Tag oder kein wichtiger Tag? Ich finde, der internationale Tag der Pressefreiheit ist ein wichtiger Tag, weil man darüber mal nachdenken kann. Und das wollen wir ja auch gemeinsam tun, was denn irgendwie Presse bedeutet und Journalismus bedeutet und warum das irgendwie, ja, für unser aller Leben doch entscheidend ist und auch irgendwie für unser Zusammenleben, damit wir Nachrichten austauschen, damit wir freie Nachrichten austauschen, Informationen teilen können. Weil nur wenn wir Informationen teilen können, können wir ja auch sozusagen miteinander ins Gespräch kommen und über Sachen verhandeln. Und ich freue mich total, wenn wir darüber heute viel ins Gespräch kommen. Ich weiß nicht, Herr Fessler, Frau Mehner, Sie hatten das ja wahrscheinlich auch schon vorbereitet in den Klassen. Ja, so ein bisschen So auf ein dem bisschen, Fahrrad. genau. Ich kann Ihnen was erzählen über den Journalismus oder wir steigen in das Thema Nachrichtenvermittlung ein, wie Sie mögen. Ja, also die Mädchen haben zum Teil auch Fragen zu Ihnen vorbereitet. Sollen wir damit einsteigen Ja, vielleicht? so ihren Werdegang so ein bisschen auch. Ja, wie Sie gern Ja, wollen. dann Also ich steigen wir doch damit ein jetzt und auch. dann. Ja, ich kriege auch gerade noch Nachrichten, dass ich nicht mehr reinkomme. Aber ist es jetzt so, dass es auch gut ist? Gut, dann. Aber dann können wir es jetzt nicht ändern. Ich schreibe dann bloß immer hier einfach mal ab. Ja, Das ist die einzelne Aufgabe. genau. Also wenn schon Fragen da sind, sonst. Ja, dann hoffe ich, Mädels, auf geht's. Traut euch. Ich kann ja mal anfangen, dann ist es nicht so schwierig, weil ich finde, es ist ja ein bisschen schwierig, gleich der Erste oder die Erste zu sein, die sich melden muss. Also, ich habe eine Tochter, die ist genauso alt wie ihr, von daher. Ja, hab ich das Gefühl, ich sehe gerade meine Familie sozusagen vor mir. Ich komme, wie gesagt, aus München und bin da in die Schule gegangen und habe ganz normal mein Abitur damals gemacht in München und habe danach, wusste ich nicht richtig, was ich machen soll und habe angefangen, Jura zu studieren. Das fand ich ziemlich langweilig, muss ich gestehen. Und habe nebenbei angefangen, bei Antenne Bayern zu arbeiten. Das kennt ihr vielleicht. Und habe da Verkehrsschichten morgens gemacht. Das heißt, ich saß immer neben dem Nachrichtenmenschen und musste zusammenstellen, wo gerade Stau ist auf den Autobahnen und wo es Unfälle gegeben hat und irgendwie Polizeinachrichten. Immer morgens um 5 schon in dieser Frühschicht. Und habe dann aber auch kleine Reportagen gemacht. Das heißt, ich musste so lustige Fragen beantworten, wie welches ist die beste Eissorte des Sommers? Oder welches sind die besten Rollschuhe, mit denen man irgendwie durch den Englischen Garten fahren kann und so große bedeutende Fragen habe ich also gemacht und habe dann später, nachdem ich da 5 Jahre gearbeitet habe oder 6 Jahre gearbeitet habe während des Studiums, habe ich dann gedacht, okay, das muss jetzt irgendwie muss ich jetzt ein bisschen auf größere Beine stellen und habe mich dann für ein Volontariat beworben beim Bayerischen Rundfunk und beim Norddeutschen Rundfunk und beim Westdeutschen Rundfunk. Und der Norddeutsche Rundfunk war der einzige, der mich genommen hat. Der Bayerische Rundfunk fand, dass ich nicht genug Bayerisch spreche. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen von München und dachte eigentlich, ich würde da nur kurz hingehen und bin aber dann da hängen geblieben, weil ich da, ja, in diesem Volontariat macht man so Stationen in verschiedenen Sendungen genauso wie man sie vielleicht aus dem Bayerischen Rundfunk kennt. Und bin da hängen geblieben in einer Sendung, die Panorama heißt, die ich vorher nicht so viel gesehen hatte. Ein politisches Magazin, wo es ganz viel darum geht, Ungerechtigkeiten aufzudecken, Skandale aufzudecken, Politikern und Verantwortlichen in Unternehmen nachzufragen, ob das eigentlich in Ordnung ist, was sie machen, und solche Sachen. Und hatte einen tollen Chef, der mir gezeigt hat, was journalistische Leidenschaft ist. Und das fand ich so großartig, dass ich dann da geblieben bin. Und dann wurde ich da auch noch merkwürdigerweise, was ich nicht gedacht hätte, ganz jung Moderatorin von diesem Magazin. War die jüngste Moderatorin im ganzen ersten Programm. Und das war vor 20 Jahren noch eine andere Nummer als heute. Und ja,
bin das immer noch. Jetzt bin ich das schon seit 20 Jahren, was so ein bisschen erschütternd ist, dass ich das schon so lange mache. Und bin jetzt eben seit 20 Jahren Moderatorin von Panorama. Und habe aber in dieser ganzen Zeit, in diesen 20 Jahren, nicht nur das moderiert, also sprich vor der Kamera erzählt und die Beiträge anmoderiert, sondern natürlich auch ganz viele Beiträge selber gemacht, recherchiert, gedreht, im Ausland, im Inland, Interviews geführt und solche Sachen. Und inzwischen bin ich aufgestiegen und bin jetzt auch verantwortlich für viele junge Journalisten und für viele Redaktionen. So, das ist hier mal einmal schnell mein Werdegang. Vielleicht habt ihr dazu, ist euch dazu schon eine Frage eingefallen? Ich guck mal hier unten rein. Ich müsste jetzt auf Reaktionen gucken. Das kommt Da kommt noch nichts. Also, wenn es irgendjemand gibt, der schon was wissen will. Okay, dann mache ich es eben andersrum. Dann frage ich euch mal was. Was ist das, also worüber lest ihr am meisten oder kriegt ihr am meisten Nachrichten mit? Instagram oder TikTok oder WhatsApp? Also worüber unterhaltet ihr euch? Jahre weiß es. Jara weiß es. Also, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich im Gegensatz zu den anderen, kriege ich, glaube ich, viel über die Nachrichten mit, weil wir jeden Morgen Nachrichten gucken im Fernsehen. Weil ich benutze die anderen, also so TikTok oder Instagram benutze ich nicht für Nachrichten. Okay, Anne. Also wir hören zum Frühstück auch immer Nachrichten übers Radio und manchmal lese ich auch Zeitung so. Ach, tatsächlich. Und in welchem Kanal hört ihr Nachrichten? Antenne Bayern. Ah. Und tatsächlich Zeitung noch zu Hause. Richtig die gedruckte Zeitung. Ist ja gar nicht mehr sehr oft, dass man noch die Zeitung zu Hause liegen hat. Radio ist wahrscheinlich gar nicht so ein seltenes Medium, ne? Was man ja auch nebenbei noch so mitkriegt, wenn ihr hört. Hören noch andere Radio bei euch? Wie ist denn das mit Fernsehen? Ganz spießiges lineares Fernsehen. Abends den Fernseher anmachen um 8 Uhr und die Nachrichten gucken. Gibt es irgendjemanden, der das macht? Die Tagesschau zum Beispiel? Annabelle weiß was. Annabelle? Also es läuft halt bei uns dann zu Hause immer um 8, bis halt dann der Film losgeht, um 20:15 Uhr. Und guckst du dann dazu? Man hört es schon, weil der Fernseher läuft halt. Wenn man unten sitzt, dann kriegt man schon mit, wenn es laut läuft. Und bleibt irgendwas hängen? Weil meistens, wenn man nur so zuhört oder auch selbst wenn man zuguckt, finde ich, rauscht es auch Ja, oft so schon. durch, ne? Manch Ja, was so in verschiedenen Städten passiert, schon manchmal. So, und Yara hat noch was. Jahre? Ja, so bei uns ist es auch so, so zusätzlich zu dem, was man in der Früh mal hört, also wenn in der Früh Nachrichten laufen, muss mein kleiner Bruder immer Logo-Nachrichten zusammenfassen. Und da muss ich dann, ja, ich höre das dann auch oft zu und da hört man auch immer wieder was. Das sind meistens relativ lustige Sachen, aber. Das ist auch ganz cool. Kennt ihr denn Funk? Oder sagen wir mal so, wer kennt Funk? Machen wir es mal so. Vielleicht könnt ihr es auch einfach nur einmal eure. Ihr könnt ja einmal winken, die wenigen, die paar, die ich sehe. Hanna, ich bin froh, einer kennt Funk. Aber vielleicht kennt ihr, na gut, Wumms ist eher für Jungs, aber es gab ja so Sachen wie auf Klo oder Steuerung F oder das Y-Kollektiv oder was gibt es denn noch alles auf Funk? Lasst mich mal nachdenken, was fällt mir noch? Ach so, MyT zum Beispiel, MyLab oder Mr. Wissen to Go. Sind irgendwelche dieser Sachen bekannt? Ah, Eva freut sich. Das freut mich. Bei Mr. Wissen to Go?
Ich weiß nur immer von meiner Tochter, wann immer es irgendein Thema gibt in der Schule, was man nachgucken soll, wird immer schnell Mr. Wissen to go nochmal, weil man dann nochmal schnell zusammengefasst kriegt, was sozusagen der Stand der Dinge ist. Genau, haben wir jetzt im Online fast jeden Thema gemacht. Faszinierend. Okay. Super Videos, wir mögen gerne das Frauen. Du bist schwer zu verstehen, Eva. Da ist irgendein Ach Rauschen so. im Ton gewesen. Besser jetzt? Ja. Also das heißt, ich habe nur mitgenommen bei fast jedem Thema. Genauso Zusammenfassung, weil die Mädels sich. Anne habe ich hier nochmal. Oder ist es eine alte Ja. Hand? Ja, und zwar, ich habe auch Frau Golling im VU und da schauen wir mal ganz gern die Videos an. Welche Videos? Ja, die vom Mr. Wissen to go. Ah, okay. Also das ist tatsächlich was viele gucken, ja? Das ist ja gut. Und erstellt ihr selber Nachrichten oder habt ihr einen Medienkurs gemacht, mal in der Schule schon? Mm-mm. Frau Mähner, Herr Fessler, da müssen wir mal ran, ne? Ja, ganz, ganz so ist nicht. Wir haben letztes Jahr in der 8. Klasse. Auch nicht mehr zu hören. Da haben wir schon über das Grundgesetz auch geredet. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Ist natürlich schon jetzt wieder ein Jahr her. Schon wieder lang her. Denkt man wahrscheinlich gar nicht mehr so dran. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr Nachrichten, also seht ihr Nachrichten als was, oder sagen wir mal so, was ist denn für euch Journalismus? Was ist denn eine Nachricht für euch? Also wenn jetzt heute, Froni. Froni? Froni. Froni? Also es ist halt so, über Nachrichten kriegt man halt oft so Sachen mit, die halt gerade aktuell passieren, entweder halt so in der ganzen Welt oder in Deutschland oder halt über die Lokalzeitung auch, was direkt so in der Gegend alles los ist. Und habt ihr darüber mal nachgedacht, wie so Nachrichten zustande kommen? Also ich kann euch ja mal ein bisschen erzählen, ja? Es ist ja letztendlich so. Was ist ein Journalist? Letztendlich ist ein Journalist ja gar nichts anderes als ein Geschichtenweitererzähler. Also im Prinzip ist Journalismus nichts anderes, als wenn ihr euch auf WhatsApp, keine Ahnung, was schicken würdet und sagen würdet, hey, habe ich heute gesehen, in der Nachbarklasse ist das und das passiert. Oder um die Ecke ist Folgendes passiert. Letztendlich ist Journalismus gar nicht so wahnsinnig anders, weil eigentlich berichtest du ja das, was irgendwo passiert ist oder was wichtig ist, und erzählst es anderen Leuten weiter. Jetzt geht es natürlich beim Journalismus nicht so wahnsinnig darum, dass man nur Sachen weitererzählt, sondern man muss ja gucken, ob das stimmt, was man weitererzählt und ob das irgendwie wichtig ist für die Leute, denen man es weitererzählt. Das heißt, die Aufgabe des Journalisten ist tatsächlich diese Frage, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Nachrichtensendung machst, das zu gewichten, dir zu überlegen, so was wäre heute, was ist, wenn du jetzt die Tagesschau machst, was ist heute wichtig? Um 20 Uhr, was sollten die Leute, die jetzt vor dem Fernseher sitzen, was sollten die jetzt heute mitgekriegt haben? Da ist natürlich viel Politik dabei, weil letztendlich Politik das Leben der Menschen bestimmt, weil Gesetze entschieden werden, weil Diskussionen sind im Bundestag über Maßnahmen wie zum Beispiel gerade Corona, die ja jeden Einzelnen betreffen. Und jetzt haben wir ja ganz oft die Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitgekriegt habt, ob das stimmt, was wir berichten. Und dann kommen Worte wie, dass das eine falsche Presse ist oder eine Lügenpresse ist oder wir eine falsche Auswahl treffen würden. Und es ist immer die Frage, so, wem kann man denn glauben? Und habt ihr den Eindruck, es gibt Medien, denen man mehr glauben kann und Medien, denen man weniger glauben kann? Anne? Ja, also ich glaube zum Beispiel der Zeitung so eher als dem Internet, weil ins Internet kann halt einfach jeder irgendwas reinstellen. Die Zeitungen sind ja auch im Internet. Ja, aber was ist denn was? Ja.
Ja. Ach so, Entschuldigung. Also ich glaube jetzt auch eher so Fernsehen und Zeitungen und sowas. Und wenn eben auf der Seite, auf der Zeitungsseite oder Fernsehseite was hochgeladen ist, wirklich dann von eben vom Morgenmagazin oder vom Pfaffenhofener Kurier oder sowas, eine Seite im Internet ist, wo die Zeitungsartikel haben, als dass ich mir jetzt irgendwas auf Instagram oder sowas angucke, weil da sind mehr falsche Informationen drauf. Dasha? Also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt wirklich sagen kann, ja, da gibt es voll die krassen Unterschiede. Ich meine, Instagram, TikTok, diese ganzen Medien, würde ich jetzt nicht glauben, ja, das stimmt alles, was die da posten und was sie da hinschreiben. Aber es gibt auch genügend Seiten, wo man ja auch Fake News herstellen kann und die dann posten kann und die dann halt komplett wie die echte Seite ähnlich ausschauen. Also ist es halt, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein bisschen schwierig zu entscheiden, ob man das wirklich erkennen kann. Aber wenn man jetzt so die lokalen, weiß ich, Nachrichten anschaut, so vom Fernsehen oder wie gesagt, die Zeitungen, dann ist ja so klar, das wird ja am meisten verkauft und dann kann man es mehr glauben als zum Beispiel den Internetseiten. Also du meinst, dadurch, dass es mehr verkauft wird, ist es glaubwürdiger? Also ich glaube schon, so wenn es halt, wenn ja, nicht glaubwürdiger, sondern ich glaube, dann glauben die Menschen mehr daran, wenn man sagt, so ja, Neubau-Kurier wird ja voll oft verkauft oder es gibt ja auch andere, aber ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Dann wird es wahrscheinlich besser rüberkommen oder man sagt, ja, man kann denen am meisten glauben, weil sie auch immer am besten was dazu geschrieben haben, was auch in der Situation passiert ist. Sowas herum. Anna. Anne nochmal? Ja, ich habe mein Mikro nicht angekommen, aber ja, ich bin da auch relativ einer Meinung wie Dasha, weil ich glaube, so, wenn sich jetzt mehrere Leute die Zeitung kaufen und das dann rausstellt, dass das quasi ein Fake war, dann ist der Skandal halt viel größer. Größer als wenn da im Internet irgendwas falsch wäre. Weil das für die Zeitung ein schlimmerer Verlust ist, sozusagen ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, als für das Internet. Okay, aber die meisten Nachrichten kriegt man ja trotzdem, meistens ja so hier über sein Handy, ne? Man guckt da drauf und dann kommt da irgendwas reingeflogen. Dann sind es oft nur Überschriften, die man liest. Wie würde man denn rausfinden können, wenn man jetzt eine tolle Überschrift liest, ob die stimmt oder nicht? Also, wie würdet ihr denn vorgehen, wenn ihr sagt, okay, ist das von einem Medium, das ich glaubwürdig finde? Weil meistens sind es ja erstmal nur, sind es Medien, die ihr kennt? Sind das bestimmte Titel oder bestimmte Marken, die man kennt? Oder ist es im Prinzip egal? Pauline. Paulina. Also ich bin eher immer erst so, dass ich schaue, wo schaue, also sehe ich das Ganze, beziehungsweise kenne ich die Seite oder nicht. Und dann schaut man halt, wie zum Beispiel auch schon die Überschrift ist, wenn da erstmal 5000 Ausrufezeichen sind oder so. Und so von wegen, ja, Vorsicht, das und das ist jetzt da und da, ganz fest aufpassen und so, dann ist es, finde ich, schon eher unseriös. Also je sozusagen schreierischer und skandalöser was gemacht wird, desto mehr darfst du sagst du dir, ob das wohl alles so stimmt. Oder habe ich das so richtig verstanden? Ja. Nee, es ist ja auch richtig. Also, dass man sich überlegt, okay, das heißt sozusagen eine gewisse Ruhe würde eher dafür sprechen, dass man sagt, okay, da hat sich jemand in Ruhe mit etwas beschäftigt und das sozusagen ja, besser geprüft, als einfach nur irgendein, ich weiß was, skandalmäßig rausgehauen. Ja. Tascha. Also ich glaube, das liegt halt immer so drauf an, was da geschrieben wird, weil wenn da jetzt zum Beispiel geschrieben wird, ja, Hokus Pokus, irgendwas mit, das irgendwas Unglaubwürdiges, dass da irgendwas Unglaubwürdiges stehen würde, dann glaube ich, würde man denken, ah ja, ist ja eh nur eine Lüge. Und wenn da jetzt zum Beispiel wirklich was stehen würde, was man sich vorstellen kann, dass halt
keine Ahnung, eine Bank überrauben würde, dann denkt man so, ja, das kann sein, muss man halt nachschauen, dann wird man sich halt durchlesen, anstatt dass da jetzt irgendwas stehen würde mit 50 Pferde, haben eine Bank überfallen mit zwei Rittern so drauf, das wird halt dann, glaube ich, eher unglaubwürdig kommen. Habt ihr schon mal irgendwie erlebt, dass ihr eine Nachricht gelesen habt, die vielleicht irgendwas, was bei euch in der Gegend passiert ist oder wo ihr wusstet, das war eigentlich anders, als es nachher erzählt wurde? Habt ihr schon mal so eine richtige gefälschte Fake News entdeckt? Anne? Nickt mit dem Kopf, sehe ich gerade. Ja, wir haben im Dorf einen, der ist manisch-depressiv, also der ist krank. Und da war auch, also der nimmt seine Tabletten nicht und das ist ein bisschen holperig jetzt in letzter Zeit. Und da war auch ein Artikel drin und es wurde mit keinem einzigen, also es wurde erwähnt, welchen Schaden der gemacht hat, aber es wurde mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass er eben manisch-depressiv ist. Und du findest, es hätte eigentlich zu der Nachricht dazugehört, um sozusagen einordnen zu können, warum der sich so verhält. Und das war in der Zeitung. Jetzt ist es so zum Beispiel, also ich arbeite ja bei Panorama, ne? Habe ich euch ja erzählt. Und Panorama ist ja eine Sendung, die im ersten Programm ist, also das sozusagen, was du jetzt gerade erzählst von einem manisch-depressiven, wenn man das jetzt mal auf die große Bühne ins erste Programm heben würde. Also jetzt zum Beispiel hatten wir in der letzten Sendung einen Beitrag darüber, dass bei Amazon die Mitarbeiter keine FFP, also in den ganzen Unternehmen keine Tests gemacht werden und dass die Mitarbeiter keine FFP2-Masken aufziehen. Eigentlich, also es gilt eine Maskenpflicht, aber sie ziehen keine FFP2-Masken auf. Und bei Amazon, wie wir erfahren hatten, ist den Leuten sogar verboten, FFP2-Masken aufzuziehen, weil wenn man so viel dieser FFP2-Masken auf hat, hat man natürlich viel mehr Schwierigkeiten zu atmen. Also müsste man, wenn man irgendwie ordentlich viel arbeitet, müsste man viel öfter Pausen machen. Jetzt ist zum Beispiel das so ein Bericht, den machen wir. Dann hören wir das. Sagen wir mal, uns würde das jetzt ein Mitarbeiter erzählen und sagen: Gucken Sie mal hier, da gab es ein Schreiben und da stand drin, Mitarbeiter sollen keine FFP2-Masken aufziehen. Findet ihr, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Schreiben von so einem Amazon-Laden kriegen, von so einem Mitarbeiter, dass man das schon berichten dürfte? Könnten wir jetzt einfach sagen: Ja, Amazon verbietet seinen Mitarbeitern, solche Masken aufzuziehen. Jetzt habe ich nicht zugeguckt. Ja, war schon. Jetzt mal nehme ich mal Emily. Ich glaube eher nicht, weil wenn irgendjemand kommen würde, der kann dir irgendwas erzählen. Und wie würde man dann prüfen, ob derjenige sozusagen die Wahrheit sagt oder ob der glaubwürdig ist? Hat noch was. Sascha? Ich glaube, man sollte sich mit dem Thema erstmal ein bisschen mehr befassen. Also so, wenn man sowas halt sieht, dann müsste man der Person wahrscheinlich zurückschreiben und dann halt so erstmal ein bisschen fragen, ja, warum ist es denn so oder ob er erklären kann, warum. Also halt mehr Informationen haben als das jetzt nur, was er gesagt hat. Weil es könnte ja auch sein, dass er halt nur gerade lügt und vielleicht irgendeine falsche Story halt erzählen will. Und deswegen, man soll, ja, wie kann man das jetzt klären? Also halt eher nachfragen, weil man kann ja jedem irgendwas erzählen. Und wenn man es sofort glauben würde, dann würde man ja die ganze Zeit zu viele Fake News posten. Stefanie, sah ich gerade? Oder hast du die Hand wieder zurückgezogen, ne? Oder aber. Also ich glaube, da müsste halt erstmal alles so ein bisschen nachgefragt werden, erstmal bei der Person, ob der da irgendwie genaueres drüber erzählen kann und vielleicht dann auch bei ein paar anderen Mitarbeitern nachfragen und vielleicht auch direkt bei Amazon anfragen, ob das auch wirklich so stimmt und einfach mehr rumfragen, weil ansonsten könnte da jeder irgendwie was hinschicken und dann könnte so viel Schmarrn erzählt werden im Fernsehen. Ja. Das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist echt so eine der entscheidenden Sachen. Man hört ja irre Geschichten, wirklich über alles Mögliche, die dollsten Geschichten. Und das Entscheidende ist aber immer, die andere Seite zu fragen. Also wirklich zu gucken,
Also kann jetzt sein, dass Amazon in dem Fall ein Schweineladen ist, der seine Mitarbeiter zwingt, sozusagen nur mit den einfachen OP-Masken rumzulaufen. Kann aber auch sein, dass eben irgendjemand was behauptet, weil er Amazon schaden möchte. Also musst du natürlich immer anfragen. Das passiert übrigens ganz oft nicht, ne? Also ganz oft machen Journalisten, ich erlebe das auch selber, sozusagen nicht den Gegencheck oder fragen nicht die andere Seite. Aber natürlich musst du dann bei Amazon, also wir machen das, bevor wir veröffentlichen, müssen wir checken, ist es so. Und dann schreibst du an die Pressestelle oder rufst in der Unternehmenskommunikation an, zum Beispiel, und horchst nach, was die dazu zu sagen haben. Und dann kriegt man natürlich oft ausweichende Antworten, die jetzt nicht so wahnsinnig erhellend gleich sind, weil die natürlich in der Regel nicht wollen, dass man was darüber berichtet. Was macht man dann? Da muss man sich mehr Quellen suchen. Es geht nicht, dass man nur eine Erzählung, also dass einer kommt und sagt, ja, ich weiß dies und jenes, sondern du musst eigentlich immer mindestens zwei Quellen haben. Und wir hatten also wir hatten zum Beispiel mal also wenn du gerade Geschichten hast über, weiß ich nicht, Politiker, von denen du irgendwas gehört hast oder von Unternehmern. Dann ist aber die Frage, darfst du die so ins Fernsehen bringen? Darfst du jetzt irgendwas über die behaupten oder nicht? Weil man hat ja eine hohe Verantwortung, indem man über jemanden was berichtet, schiebst du den ja quasi auf eine Bühne und der kann sich erstmal nicht wehren. Das ist nicht so anders, als wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, bei euch gegenseitig fotografieren würdet. Weiß ich nicht, auf einer Party, die jetzt gerade nicht stattfinden, aber man sieht jetzt nicht, vielleicht nicht gerade so vorteilhaft aus und würde jetzt ein Foto von jemandem aus der Nachbarklasse nehmen und posten, wäre das auch nicht in Ordnung irgendwie. Anne. Ja, ich habe eine Frage, weil es gibt ja immer so quasi Gegenparteien und wenn jetzt jemandem nicht passt, dass sie eben die Reportage veröffentlicht haben, dann bekommen sie ja bestimmt auch so Nachrichten, wo halt auch gesagt wird, dass denen halt das nicht passt und wahrscheinlich auch, weil Kritik ist ja immer gut, aber beleidigen hat ja jetzt nichts mehr mit Kritik zu tun und wie gehen sie dann zum Beispiel mit Beleidigung um? Also das ist tatsächlich ein großes Thema, ist auch ein großes Thema geworden. Jetzt ist eine Sendung wie meine, also Panorama, was immer eine kritische Sendung war, eine Sendung, die immer, immer, immer schon viel Post gekriegt hat. Früher waren es wirklich Briefe oder die Leute haben angerufen. Früher war es so, als ich angefangen habe bei Panorama, hatten wir Abendsendungen und mussten morgens um 9 da sein und mussten an die Telefone gehen, weil die Leute wütend angerufen haben und sich beschwert haben, wenn sie irgendwelche Beiträge nicht gut finden. Heute kommt das natürlich alles per E-Mail beziehungsweise über die ganzen sozialen Netzwerke. Und also ich habe zum Beispiel, ich kann euch mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte letzte Sendung, vorletzte Sendung, habe ich einmal in meiner Moderation gegendert. Ich habe also gesagt, es ist irgendwie sowas sinngemäß, es ging ums Impfen oder um Corona und dann habe ich sowas gesagt wie, es ist die vornehmste Aufgabe der MinisterpräsidentInnen, dafür zu sorgen, dass geimpft wird. So, dieses Gendern ist ja eine ganz große Diskussion gerade. Sollen wir dieses weibliche und männliche gleichzeitig sagen? Oder ich könnte natürlich auch Moderationen machen, dass man sagt, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen haben heute entschieden, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen, so würde es auch gerne, jetzt hatte ich an dieser einen Stelle gegendert. Daraufhin schrieben mir ein paar Leute, unter anderem auch ein Herr, eine sehr unverschämte, wütende Mail. Warte mal, die habe ich sogar noch hier. Dass es also er das sich verbitten würde und das würde gegen die Grundgesetz verstoßen und gegen den Rundfunkstaatsvertrag und das dürfte ich nicht und ich sei sowieso, so und dann wurde es natürlich lustig, ich sei sowieso intellektuell nicht in der Lage, wartet mal eben, ich muss mal gucken, ob ich die gerade hier finde. Natürlich jetzt so schnell nicht. Wenn mir eine Sekunde gibt. Hier. Das habt ihr mal Wut und Ärger. So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin weder ein Fan von Panorama und schon gar nicht von Frau Reschke. Die journalistische Leistung
ist mir einfach zu schlecht. Gestern habe ich trotzdem mal kurz in Panorama reingesetzt und höre Frau Reschke von MinisterpräsidentInnen reden. Wobei sie aber Ministerpräsidentin meinte. Da frage ich mich doch ernsthaft, ob jede geistige Tieffliegerin in der ARD machen kann, was sie will. Aber es wundert auch mich nicht, dass Frau Reschke, von der ich schon lange die Meinung habe, dass sie nur über eine intellektuelle Minimalkonfiguration verfügt, der Verführung der Gendersprache unterliegt, da dort ja die Frauen im Mittelpunkt stehen, für selbstverliebte linksgrüne Feministin natürlich eine unschlagbare Option. So, dieser Herr war also relativ wütend, wie man merkt, weil ich einmal MinisterpräsidentInnen gesagt habe. Dann habe ich ihn zurückgeschrieben und gesagt, ja, also das hätte ich schon gemerkt, er wäre sehr beleidigend gewesen, aber ob er eigentlich findet, dass dieser Ton in Ordnung ist, weil man kann sich ja natürlich darüber ärgern, man muss ja nicht gleich so beleidigend werden. Er hat aber dann von seinen Beleidigungen nicht abgelassen. Ich habe dann sogar nochmal mit ihm telefoniert und gesprochen. Es war aber, muss man ehrlich sagen, leider ein Herr, der doch einen sehr großen Hass auf Frauen hat, und irgendwann habe ich dann dieses Gespräch aufgegeben. So, aber die Frage von Anne war ja, ob einen das einschüchtert und ob das unangenehm ist und was ist, wenn du Kritik hast. Also du musst natürlich, du stehst ja da draußen im Fernsehen und redest vor 2,5 Millionen Leuten, also musst du schon auch ein bisschen aushalten, dass Leute das natürlich auch blöd finden, was du machst. Das ist jetzt nicht immer angenehm, aber wenn man sozusagen Sachen aufdeckt oder erzählt, die anderen unangenehm sind, dann gehört das natürlich dazu. Trotzdem darf es nicht so sein, und tatsächlich ist ja heute der Tag der Pressefreiheit, dass Journalisten eingeschüchtert werden, und Journalisten werden aber immer mehr eingeschüchtert, dadurch, dass sie in ihrer Arbeit behindert werden. Also beispielsweise, wenn ganz oft sind ja Reporter auch bei Demonstrationen unterwegs so und filmen dort meinetwegen die, keine Ahnung, Pegida oder die Querdenker oder auch jetzt zum 1. Mai. So, dann sind Journalisten Berichterstatter und müssen eigentlich nur gucken, was passiert da gerade, und stehen eigentlich am Rand und gucken zu. Das heißt, wenn du sie jetzt behinderst, dann würdest du die Berichterstattung verhindern. Das passiert aber inzwischen relativ häufig, sodass man oft mit Schutz dahin gehen muss und mit Security, um irgendwie überhaupt Bericht erstatten zu können. Und das ist doof, weil wenn wir schon den Überbringer der Nachricht quasi einschüchtern, dann wird es schwierig, irgendwie Informationen weiter auszutauschen. Ich habe jetzt hier zwei Meldungen, sehe ich gerade. Anne, war das so ein bisschen, was du wissen wolltest? Ja, ich habe aber noch eine Frage, aber Dasha kann gern als erstes. Ja, nee, ich wollte nur kurz dazu sagen, ich glaube, das ist eh generell schwierig, in dieser Zeit irgendwie allem etwas recht zu machen, vor allem wegen dem Gendern. Das ist halt ein ganz kompliziertes Thema. Oder irgendwie seine eigene Meinung zu sagen, ohne irgendwelche Hasskommentare zu bekommen. Also man kann es ja keinem recht machen, glaube ich jetzt zumindest. Aber meinst du denn, es ist wichtig, dass man es jedem recht macht? Ich glaube jetzt nicht, dass es, also es wäre schon, ich würde jetzt sagen, es wäre schön, wenn man es jedem recht machen kann, wenn man so endlich sagen würde, ja, jetzt hat man es halt erreicht, jeder ist zufrieden mit was er sagen kann, aber es wird eh nie passieren. Also so, du kannst einfach nur irgendwelche bestimmten Seiten zufrieden machen und die anderen sagen dann, Erbe, ja, wir sind ja noch da, oder es passt uns nicht, was sie da gesagt haben, zum Beispiel, wie der Mann ihnen da geschrieben haben, dass, ja, das halt mit dem Gendern, das ist halt zurzeit ein sehr kompliziertes Thema. Und auch die ganzen Pronomen, die es dann gibt, also ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist oder sonstiges, aber es ist halt sehr kompliziert und es wird auch nicht wirklich darüber gescheit geredet, würde ich jetzt mal sagen. Wie meinst du das mit, wird nicht gescheit geredet? Also ich meine damit halt, einerseits wird schlecht geredet, das mit den ganzen Pronomen, und andererseits auch zu sehr dafür gekämpft, dass es gibt. Also ich kenne halt auch wirklich Menschen, zum Beispiel in den Medien, dass die halt ihre Pronomen da reinschreiben, und wenn sie halt nicht so genannt werden, weil man es, keine Ahnung, vielleicht vergisst oder nicht weiß oder halt dann irgendwie, ja, wie gesagt, vergisst, dass sie halt dann sofort Hasskommentare schreiben mit, ja, das geht nicht. Und warum versteht es keiner? Man will einfach nur akzeptiert werden oder sowas. Was ich halt jetzt nicht so schön finde, weil ich meine, es ist ja nicht so Schlimmes gemeint. So, manchmal vergisst man das, und wenn man es halt nicht sagt, dann soll man die einfach mit dem Namen ansprechen. Das kann man halt den beiden Seiten nicht so wirklich recht machen. Es ist ja so, dass man da auch sich manchmal selber an die Nase fassen muss, ne? Dass wenn man sozusagen, das ist ja manchmal im ganz Kleinen, fängt es schon an, wenn irgendjemand anderes was sagt oder was postet, dass man dann
ist ja die Frage, wie reagiert man selber, wenn man das blöd findet? Weil natürlich wirst du ja nie dahin kommen, dass alle Menschen eine Meinung haben oder eine Sache gut finden, sondern es ist ja eigentlich, und das ist ja eigentlich auch interessant, weil es ja oft so ist, du berichtest irgendwas oder du stellst irgendwas in den Raum und dann gibt es unterschiedliche Meinungen dazu und Haltungen und Stimmungen und die werden miteinander diskutiert. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen härter, aber nur an diesem, der eine sagt das und der andere sagt das, daran bildet sich ja eigentlich Meinung. Daraus kann man ja dann denkt man, ach guck mal, der hat nochmal was gesagt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weiß ich nicht. Ist jetzt bei Gendersprache ja, wahrscheinlich schwierig, ja. Es ist halt so, ich finde, jeder sollte seine eigene Meinung haben, aber jeder sollte auch deren andere Meinung akzeptieren. Also so, man muss halt so ein bisschen klar denken können, wenn man sagt, so, ja, ich habe halt die Meinung, du hast eine andere Meinung. Sagt, akzeptiere ich so. So, man muss halt die Gründe finden, wenn es gescheite Gründe sind, dann ist es ja okay, wenn es halt unnötige Gründe sind, warum man sagt, so was halt, wo du sagst, ja, verstehe ich nicht, warum, aber die Person lässt seine Meinung auch nicht los oder lässt sie halt ändern, dann kannst du auch nichts machen, dann solltest du auch in das Thema halt nicht gescheit eingehen, weil ich meine, trotzdem ist es, wie sagt man, das ist ein freies Land und da hat jeder seine eigene Meinung. Also ich finde jetzt nicht, deswegen muss auch, glaube ich, niemandem so wirklich recht machen. Okay. Olivia? Also ich finde auch so, jeder hat seine eigene Meinung und die muss man akzeptieren, aber man muss auch nicht unbedingt immer seine Meinung gleich raushauen, weil so wie der Mann, da denke ich mich manchmal, was hat den dann geritten? Weil man kann sich halt versprechen oder nicht dran denken, dass sie dann gleich so auf 180 ist und erstmal loshauen muss. Das muss nicht sein. Das habe ich Ihnen auch gefragt. Ich habe auch gesagt, naja gut, also meinetwegen finden Sie das blöd, wenn ich sage MinisterpräsidentInnen. Das habe ich jetzt schon verstanden, dass er das doof findet. Aber es gibt jetzt keinen Grund, sofort derartig loszuschlagen. Hat sie das jetzt so aufgeregt, dass ich das, was ist denn in ihrem Leben eigentlich nicht okay, dass jetzt sie gleich so austitschen müssen, nur weil ich das einmal, dann schalten sie halt ab. Ja, sie müssen ja nicht Panorama gucken, sie können ja auch was anderes machen. Aber das hat er dann nicht gelten lassen, weil er gesagt hat, nein, das sei falsch und er würde schließlich Gebühren zahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und überhaupt würden wir sehr viele Sachen berichten. Ich hätte überhaupt nicht solche Sachen zu erzählen. Meinung hätte nichts verloren im Journalismus. Ich sollte Fakten erzählen. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber dass jetzt viele Leute die Gendersprache benutzen, ist ja jetzt keine Meinung. Dann fand er das doch eine Meinung. Also die Frage war jetzt, kann man das machen? Es wird gerade ganz viel diskutiert bei uns, weil in den, ich weiß nicht, ob ihr, ich finde das gar nicht so einfach. Ich persönlich tue mich gar nicht so leicht, diese Sprache zu benutzen, weil ich das schwer sprechen kann. Ministerpräsident Innen muss ich mich immer noch total bemühen, damit ich das hinkriege. Ich sage das aber auch ganz selten. Aber ganz viele Leute wollen das nicht. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist man in so einem Medium wie wir im ersten Programm. Was sollen wir denn jetzt machen? Die einen machen das schon und finden es komisch, wenn man immer nur noch von der männlichen Form redet. Und die anderen finden es total komisch, wenn man beide Formen benutzt. Sollte man sich jetzt da eurer Meinung nach anpassen oder nicht? Luisa, sehe ich jetzt mal. Ich wollte eigentlich noch was zu dem Herrn sagen. Es gibt ja dann auch so eine Funktion, wo man einfach das Programm, ein anderes Programm herschalten kann, also auch wegschalten kann. Ja, das habe ich wenn auch. wenn man sich denn wirklich so darüber aufregt, sollte man es vielleicht auch einfach so machen, dass man dann was anderes anschaut. Man kann keine Kritik üben, aber das war ja nicht wirklich Kritik, das war halt echt unfreundlich. Und ja. Ja, das stimmt. Habe ich ihm auch gesagt. Er muss ja Panorama nicht angucken. Aber er findet alles schlecht inzwischen. Von daher, er war auch ein sehr wütender Mann. Aber dann habe ich auch gesagt, in allen Programmen des ersten, der Öffentlich-Rechtlichen, im ersten Programm, im zweiten Programm, in allen Radiostationen, findet er gar nichts mehr, was er gut findet. Manche Sachen fand er dann doch gut, aber insgesamt fand er alles früher besser. Kann man auch nicht ändern. Solche gibt's auch. Dascha. Wegen der Frage, wegen dem Anpassen. Also ich finde es jetzt eigentlich schwierig zu sagen, dass man sich sofort dafür anpassen muss, weil ich meine, man sollte es halt eher akzeptieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man so sagen muss, ja, du musst es machen, du sollst die ganzen Pronomen hier von A bis Z sagen, sondern einfach versuchen, dass, ja, ich kenne mich bei dem Thema jetzt nicht so gut aus, weil ich mich jetzt dafür nicht so, ich habe halt nicht so wirklich geschaut und sowas,
Aber ich würde jetzt schon sagen, man sollte es halt akzeptieren, man sollte es wenigstens versuchen, irgendwie was in der Art zu sagen, halt diese Pronomen zu benutzen vielleicht. Und dann kennt man sich jetzt aus, so, wissen wir es mal nicht, so akzeptieren und dann versuchen, es wenigstens zu machen. Wenn man sofort halt sagt, so nein, ich mache das nicht, weil das ist komisch, das ist nur von der Jugend und sowas, das kann man nicht machen, das sollte man nicht machen. Oder vielleicht, keine Ahnung, noch sagen, das ist gegen das Gesetz oder sowas, so ein Müll. Dann finde ich das schade und ein bisschen komisch. Das mache ich so. So, ich würde mal wissen, ihr habt ja noch Fragen. Was für Fragen hattet ihr denn noch vorbereitet? Würde mich nochmal interessieren. Damit wir jetzt nicht in der Gendersprache verlieren. Anne hatte noch was. Ach so, Anne, entschuldige, jetzt hatte ich dich übersehen. Ja, alles gut. Und zwar, ich wollte auch noch fragen, wenn, weil Sie sind ja auch ein Mensch und Sie haben ja auch eine eigene Meinung. Und wenn Sie jetzt über ein Thema eine Reportage machen, wo Sie selber echt positiv oder ziemlich negativ eingeschränkt sind, dann haben Sie das ja immer so im Hinterkopf. Wie gehen Sie dann damit um? Also das war zum Beispiel immer ein großes Thema bei der Berichterstattung über Flüchtlinge, ne? Das ist ja ganz oft das Problem, dass wenn du als Reporter irgendwo hinkommst, bist du immer ganz nah dran. So, das ist was anderes, als wenn du das von weiter weg betrachtest. Also sprich, wenn du jetzt, war ja in Bayern auch großes Thema, du würdest jetzt irgendwo sein, wo die alle ankommen. Du siehst Familien mit kleinen Kindern, du siehst verzweifelte Leute, dann hast du natürlich viel mehr Gefühl dafür, als wenn du das nur in der Zeitung liest oder nur im Fernsehen siehst. Das ist ja klar. Und die große Kunst oder Schwierigkeit ist natürlich schon die, dass man sich davon wieder distanziert, also dass man sich nicht mitreißen lässt mit seinem Gefühl. Und natürlich geht es nicht anders. Wir sind in der Tat alles Menschen und wir gehen alle mit unserer eigenen Einstellung und mit unserem eigenen, wie wir auch groß geworden sind und wie wir Dinge empfinden, auf Themen zu. So, das heißt, jeder von uns wird wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier, wenn ihr jetzt über diese Stunde, in der wir jetzt miteinander sprechen, einen Bericht schreiben würdet, würde jeder von euch einen anderen Bericht schreiben, weil jeder das anders wahrgenommen hat. Und die Kunst des Journalisten ist dann schon die Herausforderung, dass man versucht, so viele Perspektiven wie möglich einzunehmen. Also um jetzt bei dem Thema Flüchtlinge zu bleiben, kannst du entweder ganz empathisch natürlich sein mit den Menschen, die da kommen und sagen, oh Gott, die Armen und was die alles hinter sich haben. Du kannst aber natürlich auch die Position der Polizisten, meinetwegen der Grenzpolizisten, einnehmen und sagen, oh Gott, die sind jetzt völlig überfordert, da kommen lauter Leute und jeder erzählt ihnen, weiß ich nicht, von schlimmen Fluchtgeschichten. Du kannst die Rolle der Politik einnehmen und sagen, okay, wie gehen wir damit um, dass plötzlich so viele Menschen in unser Land kommen, wie sollen wir die versorgen? Und wenn du das anfängst, dir unterschiedliche Positionen einzunehmen und auch dann die Leute dazu zu fragen, und das ist dann nämlich die Aufgabe, die du als Journalist hast, dass du nicht nur einseitig eine Geschichte erzählst, sondern dass du dir eben ein umfassendes Bild machst, dann kannst du wieder so ein bisschen Distanz zu diesem Thema kriegen. Dann kann man es schaffen, dass man sozusagen einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, wie betrachte ich das? Und ich finde es total in Ordnung, wenn man eine, meinetwegen, Reportage machen würde, die man nur aus der Sicht der Menschen, die jetzt meinetwegen geflohen sind, berichtet. Nur dann muss man das ehrlich sagen. Dann muss man sagen, okay, man nimmt jetzt diese Position ein, damit der Mensch, der das liest, also der Zuschauer oder der Leser, auch weiß, aha, diese Perspektive wurde eingenommen. Deswegen finde ich Transparenz im Journalismus eine total wichtige Sache. Nicht zu tun, als sei das jetzt die neutrale, objektive, allumfassende Wahrheit, sondern das ist ein Blickwinkel, weil wir die ganze Welt natürlich immer aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen. Olivia. Ich wollte nur mal fragen, wie das ist, wenn Sie jetzt ein Thema erzählen müssen, das Sie aber so nicht erzählen möchten, also falls es mal vorkommt, dass Sie da total dagegen sind, weil Ihnen das Thema am Herzen liegt oder sowas, oder Sie selbst schon mal sowas erfahren haben und deswegen möchten Sie es nicht erzählen, müssen Sie es dann auch nicht oder müssen Sie es trotzdem irgendwie erzählen? Könntest du mir noch mal ein bisschen versuchen zu erklären, was du damit meinst? Also mit einem Thema, was ich nicht erzählen möchte? Genau, ein Thema weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber zum Beispiel, wenn es um Flüchtlinge geht und Sie darüber nicht reden möchten, ob Sie trotzdem darüber reden müssen oder Sie einfach dann über andere Themen reden können oder sowas. Ob also, Sie das ablehnen können. Also eigentlich gibt es das nicht.
Es gibt, ich wüsste gar kein Thema, wo ich sagen würde, darüber würde mir wirklich gar nichts einfallen, wo ich sage, darüber will ich nicht reden oder darüber will ich nicht. Also klar, ich kann natürlich entscheiden oder wir als Redaktion entscheiden, ja, worüber berichten wir. Und natürlich würde es Themen geben, wo wir sagen, die finden wir nicht wichtig genug oder die finden wir zu abseitig oder vielleicht auch, ja. So, dann würden wir die nicht berichten. Aber wenn wir uns, das macht man ja nicht alleine, wenn wir uns als Redaktion darauf verständigt haben, über dieses oder jenes Thema reden wir, dann kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich je ein Thema gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, nee, darüber will ich nicht reden. Also ich meine, ich bin natürlich nicht gezwungen, ich bin der Reporter, ich kann natürlich mir schon Themen aussuchen, die ich gerne machen will. Also ich weiß, ich hatte mal einen Chef, der wollte gerne, dass ich zu den 1. Mai-Demos in die Schanze fahre. Da hatte ich keine Lust zu. Ich wollte nicht in die, mitten in die Wasserwerfer-Krawall, Leute geraten. Und dann muss ich das natürlich auch nicht machen, weil Berichte nur dann gut werden, wenn man auch eine Neugier hat. Aber ganz grundsätzlich habe ich schon festgestellt, dass es eigentlich nichts auf der Welt gibt. Wirklich, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein Thema auf der Welt, was nicht interessant ist. Und es ist irre, also selbst, weiß ich nicht, Quantenphysik oder weiß ich nicht, Biochemie, also abseitige Sachen, wenn man anfängt, sich mit Themen zu beschäftigen und immer tiefer reingeht, und das ist das Coole im Journalismus, dass man immer mehr lernt zu einem Thema, wird eigentlich irgendwie dann doch jedes Thema interessant. Es ist nicht jedes Thema einfach zu recherchieren. Also ich weiß, ich bin zum Beispiel mal echt verzweifelt beim Thema Ernährung, weil beim Thema Ernährung so wahnsinnig viele, also es ging mal um, ich habe mal so einen Film gemacht über Bio-Lebensmittel, und da gibt es so wahnsinnig viele verschiedene Studien und Institute, die unterschiedliche Studien herausgebracht haben, sodass man schier verzweifelt, weil man irgendwann nicht mehr weiß, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Aber spannend ist das trotzdem. Emilia. Also Sie haben ja auch, Sie kriegen ja auch immer wieder die Nachrichten mit Kritik oder auch so Beleidigungen. Gab es dann auch so Momente, wo Sie sagen, ja, das hätte ich jetzt lieber nicht gesagt oder so Sachen, die Sie bereuen, also vor in dem Journalismus? Also, ich meine, natürlich. Natürlich, wie jeder Mensch, sagt man manchmal Sachen, wo man denkt, Also ich habe zum Beispiel mal ein schlimmes Wort gesagt, das fliegt mir sehr um die Ohren. Ich habe mal irgendwann gesagt, dass der Auftrag des Rundfunks nach dem Krieg war, die Bürger zu mündigen Bürgern zu erziehen, zu demokratischen Bürgern zu erziehen. Und das Wort erziehen ist ein schlimmes Wort. Das Wort erziehen ist mir sehr um die Ohren geflogen. Also bis heute kriege ich dieses Wort immer wieder. Es wird immer rausgeklippt, dieser Ausschnitt, der ist bei YouTube, wird immer rausgeklippt und wird immer mal wieder mir so entgegengeschmettert, weil die Leute sagen, ich will nicht erzogen werden, was ich verstehe, weil es nicht um Erziehen ginge. Ich wollte, habe es im Prinzip falsch ausgedrückt. So, das würde ich nie mehr sagen, diesen Begriff. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Sachen, die ich berichte, also ich kann mich, doch, ich hab mal, ich kann euch gleich eine Sache, ich kann euch eine Geschichte erzählen, wo ich mich für geschämt habe. Und wo ich als Journalist gedacht habe, das geht nicht. Da war ich ganz jung. Da haben wir einen Bericht gemacht über Pensionen, also über sozusagen die Rente von Beamten und dass der Staat nicht genügend Geld zurückgelegt hat, um die Pensionäre zu bezahlen. Und das musst du ja irgendwie, das ist ja ein Bild, ein Film, ein Beitrag, den du erstmal nicht bebildern kannst, was willst du denn nehmen? Und dieses Jahr, dann suchen wir uns jetzt Pensionäre. Und dann habe ich gedreht mit den Pensionären der Wasserschutzpolizei, also Wasserschutzpolizisten, die schon in Pension gegangen waren und die freuten sich wahnsinnig, dass ich da vorbeikomme. Und dann habe ich die gefragt, ja, und wie ist es denn in Ihrem Ruhestand und geht es Ihnen gut? Und dann sagten die, ja, und das ist toll und ich genieße das und ich genieße meinen Garten und ich bin froh, dass es mir so gut geht und so. Und diese Töne haben wir alle in den Film genommen und der Text darüber lautete, ja, Ihnen geht es gut. Den ehemaligen Beamten der Wasserschutzpolizei, sie müssen sich ja keine Sorgen machen, aber das ganze Geld für ihre Pensionen hat der Staat nicht, so ungefähr. Und dann haben die mir einen Brief geschrieben und waren so enttäuscht, weil sie gesagt haben, was haben Sie mit uns gemacht? Sie haben uns richtig vorgeführt, wir haben nichts falsch gemacht, wie können Sie uns benutzen in so einem Beitrag? Und da habe ich mich so geschämt für, weil die so recht hatten, weil das wirklich. Das war unfair, was ich da gemacht habe. Und das war nicht richtig. Ich habe das im Prinzip gar nicht, wie gesagt, ich war ganz junge Journalistin.
ich habe das gar nicht böse gemacht, sondern ich brauchte einfach nur irgendwas, um das Thema Pensionszahlungen zu bebildern und habe die einfach als Bildfutter benutzt. Und das war für mich eine große Lehre, dass man wahnsinnig aufpassen muss mit dem, ja, man hat es da mit Menschen zu tun und mit diesen Menschen musst du irgendwie, da musst du verantwortungsvoll umgehen mit. Du hast ja ganz oft auch Schicksale, die du berichtest und Menschen fangen an vielleicht zu weinen oder es geht ihnen irgendwas nahe und du hast schon eine große, ja, eine große Verantwortung, wenn du so eine Kamera in der Hand hast und dann auf die drauf guckst und wie lange bleibst du da drauf, wie stark gehst du da rein in die Geschichte, wie sehr erzählst du das, hast du das Recht als Journalist, auch wenn irgendwo Unrecht passiert ist, jemanden in die Öffentlichkeit zu zerren? Das sind viele Gedanken, die wir uns dauernd machen. Paula. Es ist ja so, dass man in Nachrichtensendungen und so immer sehr sachlich ist. Und es gibt ja Themen, die einen selber sehr aufregen. Wie schaffen Sie es, da so sachlich zu bleiben? Tatsächlich gar nicht immer ganz einfach. Also was natürlich hilft, ist, dass man sich ja damit schon mal einmal beschäftigt. Also man hört es ja nicht zum ersten Mal, sondern man hat sich ja damit schon mal einmal beschäftigt und hat es schon einmal durchdacht. So, das ist nicht ganz frisch. Das heißt, es erwischt dich nicht so ganz kalt emotional. Trotzdem gibt es aber Beiträge. Wir hatten neulich einen von einer Frau aus Syrien, die erzählte, die hat die ganze Zeit, während sie in Syrien im Krieg war, also während in Syrien Krieg war, hat die ganze Zeit gefilmt. Und daraus hatten wir, das ist ein großer Dokumentarfilm geworden und wir hatten daraus einen Ausschnitt in Panorama und ich habe den, glaube ich, 4-mal gesehen und ich habe ihn in der Sendung wieder gesehen und das ist so schrecklich, ja, weil da steht so eine in diesen Bildern, die war auch Krankenschwester und dann hatten die so ein Krankenhaus, so ein provisorisches im Keller eingerichtet und dann stand dann so eine Mutter mit ihrem toten Kind im Arm und weinte die ganze Zeit und so hörte dieser Beitrag auf und ich stand da und dachte, obwohl ich es zum vierten Mal gesehen habe, boah, ich kann nicht weiter moderieren, weil ich so ein Kloß im Hals hatte und dachte, du musst dich jetzt zusammenreißen, du musst es jetzt irgendwie sauber erzählen können. Aber es war wirklich, wirklich schwer. Ne? Also ich musste dann an andere Sachen denken, damit ich das schaffe. Also es ist nicht immer einfach und es gibt natürlich tatsächlich Themen, die einen echt ärgern und aufregen. Und man muss versuchen, das, ja, dem keine zu große Rolle oder keinen zu großen Raum einzuräumen. Aber es ist nicht immer leicht, muss ich schon gestehen. Jahre? Also 2015 haben Sie ja so einen, hier einen Kommentar über Flüchtlinge gemacht und haben da ja extrem viele Hate-Kommentare drauf bekommen. Wie haben Sie sich da bei diesen Hate-Kommentaren gefühlt und glauben Sie, dass Sie da was gegen machen können oder würden Sie da gern was gegen machen und was empfinden Sie dabei, wenn so viele Leute dann so schreckliche Hate-Sachen schicken, weil da ja echt krasse Sachen dabei waren? Also ich muss gestehen, dass ich das, was da passiert ist, vorher auch noch nie so erlebt hatte. Das war schon, also das war beides, ne? Das war, ich habe ja auch wahnsinnig tolle und wahnsinnig nette und liebevolle Kommentare gekriegt und Zuschriften und positive und Danke. Und es war eine ganze Zeit lang so, dass wenn ich unterwegs war, dass Leute mich angesprochen haben, gesagt haben, ich habe sie gesehen, danke, sie haben mir so aus dem Herzen gesprochen. Also diese Seite gab es ja auch. Aber die andere, tatsächlich die hasserfüllte, wütende, war schlimm. Ich habe das am Anfang, hat mich das gar nicht so berührt. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man ganz viel und das über Jahre, also ich habe mich ja mit diesem Kommentar in so eine bestimmte Position gebracht, weil ich damit für bestimmte Gruppierungen in Deutschland natürlich zu so einer Hassfigur wurde, die auch bis heute immer noch, egal was man sagt, dann was schreiben. Und natürlich will ja wahrscheinlich jeder Mensch eher gemocht werden als nicht, also es ist ja gar nicht so einfach, zu so einer Figur zu werden. Ich glaube, das hat nur dann funktioniert, weil ich eine Redaktion hatte, die mir geholfen hat, mit denen man reden konnte. Und wenn man es irgendwann versteht, dass es gar nicht um, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht in dieser ganzen Geschichte, auch mit dem, nach diesem Kommentar, es ging gar nicht
um mich als Person. Diese Leute kennen mich nicht. Es geht nicht darum, Anja Reschke blöd zu finden, sondern es geht darum, diese Sichtweise zu unterdrücken oder solche Meinungen zu unterdrücken. Und damit bin ich sozusagen nur Figur. Also ich bin nur ein Gesicht dafür. Und ich glaube, wenn man das versteht, geht es leichter. So, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern ich bin in dem Fall nur Transporteur einer bestimmten Haltung. So, das ist eine Haltung, um die gerade die ganze Gesellschaft gerungen hat, ob man das jetzt nur an den Flüchtlingen festmacht oder so, sondern es ist tatsächlich, das ist genau das Gleiche wie jetzt mit Gender oder mit Feminismus oder mit Religionsfreiheit oder mit Pressefreiheit oder mit auch jetzt mit den Corona-Maßnahmen. So, wie unterhalten wir uns als Gesellschaft? Welche Meinungen lassen wir gelten? Was so wollen wir sein? Welche Werte zählen bei uns? Wie sehr, weiß ich nicht, sind wir solidarisch miteinander? All diese Fragen werden ja immer wieder diskutiert. Es ist auch gut, dass sie diskutiert werden, finde ich. Es ist auch gut, dass es unterschiedliche Positionen dazu gibt. Und dazu gibt es halt bestimmte Figuren, weil man das leichter diskutieren kann, die für was Bestimmtes stehen. So, und ich bin jetzt nun mal eine Figur, die halt für eine bestimmte Haltung steht. Da kann man sich dran gewöhnen. Trotzdem ärgert mich natürlich, gebe ich ja ehrlich zu, so ein Brief von so einem Mann, der mich dann als intellektuelle Minimalkonfiguration. Allerdings, als ich dann mit ihm telefoniert habe, habe ich gedacht, na gut, also musste ich jetzt auch nicht so ärgern. Manchmal hilft es auch. Paulina. Also in Deutschland herrscht ja die Pressefreiheit und ich wollte jetzt fragen, wie Sie so zu dem Thema an sich einfach stehen. Und auch, wie halt das mit der Pressefreiheit in Deutschland generell halt ausschaut. Darf ich dich was zurückfragen? Was verstehst du unter, oder wie würdest du Pressefreiheit definieren? Also ich kenne mich da jetzt also nicht so gut aus, aber für mich, wenn ich jetzt Pressefreiheit höre, denke ich erstmal daran, dass halt man so seine eigene Meinung haben darf und auch die so bekannt geben darf. Was ja in vielen Ländern nicht so ist, weil der Staat das sozusagen dann nicht genehmigt oder so, dann nur das in den Medien sein darf, was der halt auch will. So. Mhm. Gibt es noch, nur ganz kurz bevor wir die anderen, gibt es noch andere oder weitere Ideen, was Pressefreiheit eigentlich ist? Weil ich habe jetzt hier viele Hände, die Luisa zum Beispiel. Die anderen aufgeschrieben. Also zur Pressefreiheit weiß ich jetzt nicht so was. Ich hätte eigentlich noch eine andere Frage okay, gehabt. Also. Dann warte, Luisa, machen wir die gleich. Dann sage ich noch mal was schnell zur Pressefreiheit. Tatsächlich ist es ja eigentlich ein wahnsinnig wichtiges Thema und heute ist ja der Tag der Pressefreiheit. Also in der Tat darf man echt das nicht, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, was das bedeutet, was wir hier haben. Dass ich zum Beispiel als Journalistin, ich kann zu jedem Politiker gehen, zu jedem, ob es die Kanzlerin ist, ob es die Oppositionsführer ist. Ich kann zu jedem Unternehmer in diesem Land gehen und ihn fragen, was ich will. Das kann eine blöde Frage sein, eine unverschämte Frage sein, eine richtige Frage, eine wichtige, eine kritische, eine freundliche. Ich kann fragen, was ich möchte und es passiert mir nichts. Ich komme nicht ins Gefängnis, ich werde nicht bedroht. Ich werde nicht eingeschüchtert, ich darf das alles, also gesetzmäßig, ich darf das alles fragen. Das gibt es in total wenig Ländern, dass man so frei ist. Und nur dadurch, dass wir so frei berichten können und so frei fragen können, haben wir überhaupt einen Diskurs. Ja, deswegen ärgere ich mich immer so, wenn man jetzt überall hört, ja, das und das darf man nicht mehr sagen. Doch, man darf alles sagen. Man darf in Deutschland wirklich alles sagen. Man muss damit klarkommen, dass andere Menschen eine andere Meinung haben und dass es dazu Kritik gibt, das schon, dass es Gegenwind gibt, aber du darfst alles sagen. Während du ja in anderen Ländern, guck mal, und wir müssen gar nicht so weit weggucken, ja, in Ungarn ist die Pressefreiheit eingeschränkt, in Polen ist sie eingeschränkt, in der Türkei, in China, wir hören das immer wieder, da kann es eben passieren, wenn du als Journalist einen kritischen Bericht schreibst oder in Russland über Putin, über Erdogan, dann kommst du ins Gefängnis. Und zwar ohne dass du eine Begründung kriegst, sondern dann sitzt du im Gefängnis. Wir hatten das ja gerade mit dem deutschen Journalist Dennis Yücel, der monatelang, also über ein Jahr, noch fast ein Jahr im Gefängnis in der Türkei saß, weil er berichtet hat, wie es der türkischen Regierung nicht gepasst hat. Und wenn du anfängst, Kritik oder Fragen zu unterdrücken, dann hast du nur noch eine Seite, die bestimmt, was die Leute wissen sollen und was sie
über was sie sprechen dürfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Pressefreiheit in Deutschland gewährt ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder versteht, dass wir die haben. Wie gesagt, es gibt Stunk oder es gibt Diskussionen darüber oder es gibt, weiß ich nicht, man kriegt blöde Mails, all das passiert. Aber an sich passiert mir nicht. Frau Merkel kann mir nicht vorschreiben, was ich berichte. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist echt irre. Ist damit deine Frage so ein bisschen beantwortet? Ja. Okay. So, dann hatte ich jetzt hier aufgeschrieben, ich hatte hier Anna, Julia, Pauline. Weiß jetzt nicht, ob die noch, also jetzt machen wir das Thema, warte mal, Luisa hatten wir gerade, die hatte noch eine andere Frage, dann machen wir die. Wir haben ja ein bisschen über sie recherchiert, was sie denn so machen, und ich habe halt ihren Namen eingegeben, und das unter anderem erste, was vorgeschlagen wurde, ist Anja Reschke, Drecksweib. Was, Drecksweib? Ja, das war unter den ersten Sachen, die halt vorgestellt wurden, und ich wollte einfach nur mal fragen, wie gehen Sie damit um? Vorher, oder wenn Sie Kritik, oder was heißt keine Kritik, das ist ja, sowas ist ja nicht Kritik, sowas ist halt. Bei Google? Meine und nein, bei Bing tatsächlich. Bei Bing, ah. Ja, und ich wollte nur noch fragen, feuern Sie dann manchmal auch zurück, oder wie gehen Sie damit um? Also, wenn Sie dann auch mal uns sagen, Sie so, hey, geht jetzt gar nicht, oder ja. Ich muss mal gucken, was bei mir. Bei mir käme Anja Reschke Körpergröße und als zweites erst Drecksweib. Da sieht man wieder, wie die Algorithmen unterschiedliche Sachen machen. Drecksweib, ja. Habe ich noch nie reingeguckt. Keine Ahnung. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig dolle, aber ehrlich gesagt, ich habe mich daran gewöhnt. So, also das stresst mich nicht mehr. Früher hat mich das mehr gestresst, aber ich kenne das inzwischen und ich weiß, dass natürlich auch Leute, die den Mund aufmachen und die irgendwie was sagen, was nicht allen gefällt, und Frauen noch mehr, muss man einfach ehrlich sagen, sich halt teilweise schlimme Sachen anhören müssen. Aber da müssen wir leider durch. Das müssen wir leider aushalten. Und ich würde mir natürlich wünschen, da sind wir ja auch weiter, als wir das früher waren, dass man solche Sachen juristisch besser verfolgen. Also Drecksweib ist jetzt einfach nur eine Beleidigung, aber Morddrohungen und solche Sachen, die ja auch passieren, dass man die besser verfolgen kann. Das ist natürlich wirklich alles schwierig im Internet. Also ich habe viele Leute oder viele Kommentare angezeigt oder viele Mails angezeigt. Du findest die Leute halt meistens nicht, ne? Weil die dann irgendwie über irgendwelche Server im Ausland gehen und dann kannst du das nicht rückverfolgen. Das ist natürlich echt schade. Aber ich glaube, es hilft total, wenn wir uns da gemeinsam auch gegen wehren, und man muss dann auch, also auch nachdem wir ja jetzt hier alle unter Frauen, bis auf Herrn Fessler, der einzige Mann ist, da müssen wir auch so ein bisschen zusammenhalten. Ne? Also gerade wenn so konzertierter Hass gegen Frauen ist, und das findet schon noch echt viel statt, da müssen wir Frauen auch uns gegenseitig stützen, finde ich an dieser Stelle immer. Wer ist denn jetzt Nicole ohne Bild oder Anne mit Bild? Ich hatte hier auch noch, vorhin war irgendwo noch Julia, die habe ich verloren auf dem Weg. Julia, ach nee, du warst, oder hattest du noch eine Frage? Hatte ich hier vorhin nur aufgeschrieben. Nein, ich war bloß jetzt dreiviertel Stunde drin. Ich bin irgendwie nicht Nike. Ich weiß nicht, warum es mich da anscheinend umzockt. Ach so, okay. Gut, dann hatte ich jetzt hier noch Nicole, sehe ich jetzt gerade, und Lisa danach. Nicole? Ja, ich heiße eigentlich Emma. Ich weiß nicht, wieso da Nicole steht, aber ach so. Egal. Ich hab eine Frage. Ich habe das Gefühl, dass Reporter und Journalisten deutlich weniger irgendwie von der Meinung von anderen Leuten berichten. Also wenn die Meinung nicht von der mit der Regierung oder von den Politikern, also wenn sich die von der unterscheiden. Also ich will jetzt nicht Querdenker in Schutz nehmen, aber zum Beispiel Eltern, die Schnelltests nicht befürworten, weil die zum Beispiel 80% falsch positive Ergebnisse leisten. Also ich habe das Gefühl, dass das so ungleich berichtet wird, die Meinung, dass nicht von allen Seiten was gehört wird, sondern immer nur von einer Meinung, von der, ich sage, richtigen Meinung. Also ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen unfair geregelt ist.
dass man nicht von allen Seiten was hört. Und das sollte ja eigentlich so sein. Das ist eine ganz total wichtige Frage, die du stellst, weil das eine Diskussion ist, die wir die ganze Zeit haben. Also das kommt ja nicht nur, also diese Frage kommt nicht nur von dir, sondern von ganz vielen, ist, wie ausgewogen sind wir und berichten wir wirklich alle Perspektiven gleich stark oder gewichten wir zu doll? Kannst du sagen, wieso du den Eindruck hast, dass das nicht genug berichtet wird? Oder woran du das festmachst? Keine Ahnung, ich höre einfach in den Medien, wenn ich jetzt halt irgendwie Zeitung lese oder von irgendwelchen Umfragen oder irgendwie so mitkriege, wenn ich irgendwie immer was, vor allem zum Thema Corona halt jetzt was mitkriege, dann ist das immer nur von Leuten irgendwie, die das total befürworten oder... Die Maßnahmen meinst du befürworten? Ja, genau, ja. Und den Eindruck hast du selber oder... Also weil das ist eine wichtige Frage, natürlich kommen, also meinem Eindruck nach ist es so, dass wir schon versuchen in diesen, da gibt es ja viele Sondersendungen und so, auch zu hinterfragen, muss es jetzt sein mit dem Lockdown, wie lange soll es noch dauern, was ist mit der Maskenpflicht, wann öffnen die Schulen wieder, welche Schüler dürfen in die Schulen gehen, warum geht es nicht schneller, wieso gibt es keine Testpflicht, bla bla bla. Also all diese Fragen, dass die schon... gestellt werden. Ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, dass es eine Grundlage gibt, dass man eher die Pandemie ernst nimmt. Also ich würde schon denken, dass die meisten Journalisten und Medien sagen, okay, es ist eine ernste Lage gerade. Also nicht jetzt das Wegtun im Sinne von ist nichts, sondern man muss damit umgehen. Aber der Punkt, dass vielleicht sozusagen die Kritik nicht laut genug ist, also wenn ihr das so wahrnehmt, dann nehmt ihr das so wahr, dann ist daran nichts falsch. Ich glaube nicht, dass Journalisten absichtlich sagen, nö, das, also eigentlich sind ja Journalisten grundsätzlich immer kritisch. Das ist irgendwie eigentlich im Journalisten angelegt, dass man Dinge hinterfragt und sagt, muss das so sein? Ist das richtig? Gerade das Handeln von Politikern oder von Regierungen ist eigentlich Aufgabe der Journalisten, das zu hinterfragen. Meinem Eindruck nach geschieht das, aber tatsächlich kann es gut sein, dass wenn Leute eine andere Einstellung zu was haben, dass sie sagen, okay, nicht so, wie ich es finde. Es ist natürlich bei diesem ganzen Corona ganz schön schwierig, weil man ja so ein bisschen gucken muss, auf welche wissenschaftliche Basis stützt man sich. Und in der Tat würde, das ist das Gleiche wie beim Klimawandel, sind sicher die meisten Journalisten stützen sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der sozusagen herrschenden Virologen. Und die sagen, okay, lasst uns Kontakte beschränken, lasst uns Masken tragen, lasst uns aufpassen und all solche Sachen. Von daher ist sicher diese Position wahrscheinlich lauter. Das ist richtig. Lisa? Hast du dazu noch eine Nachfrage, Nicole? Entschuldige, Emma. Verzeihung, du warst ja unter falschem Namen. Nein, das war es eigentlich. Ja, wie gesagt, ich und meine Familie, wir haben das jetzt einfach nur so wahrgenommen, wie Sie auch gesagt haben. Mhm. Ich kann ja auch nicht irgendwie so richtig alles verfolgen, aber danke. So, dann hatte ich hier Lisa. Ja, und zwar, mich würde halt interessieren, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Reportage schreiben oder einen Kommentar, von wem werden sie zensiert? Also jetzt vom Staat beispielsweise oder von der Presse? Gott sei Dank werde ich gar nicht zensiert. Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit der Pressefreiheit. Das Tolle ist wirklich, also wenn ich jetzt einen Kommentar schreibe oder eine Reportage, dann würde ich das natürlich meinen Kollegen oder meinem Chef oder Chefin zeigen. Und wenn der sagt, Anja, das ist ein rechter Schmarrn, den du da geschrieben hast oder das kapiert ja keiner oder das ist blöd formuliert oder hier stimmt was nicht, dann ja. Aber es kann niemand kommen und sagen, das darfst du nicht berichten. Das wird natürlich immer gerne mal versucht, Berichterstattung zu verhindern.
Gerade wenn du dich mit zum Beispiel Unternehmen anlegst, dann kann dir das schon passieren, dann hast du immer Angst, dass wenn du irgendwie, weiß ich nicht, was berichtet, dass die dir eine juristisch verbieten oder versuchen zu verbieten, eine einstweilige Verfügung heißt das, zu berichten. Aber in der Regel wissen wir schon, wie man das umgeht, damit man das irgendwie, wir haben auch gute Juristen, damit wir trotzdem berichten können. Also ehrlich gesagt werden wir nicht zensiert, Gott sei Dank. Julia. Also wenn Sie jetzt über schlimmere Situationen berichten, also wie zum Beispiel die Flucht aus dem Irak, lassen Sie dann diese Gedanken im Studio oder nehmen Sie auch die mit nach Hause und denken da noch viel darüber im Alltag nach? Also wie gehen Sie damit um? Naja, also ich glaube, wenn man ein Mensch ist mit bisschen Herz, ist es total schwierig, diese Themen wegzulassen von sich. Also es ist jetzt nicht so, dass gerade wenn man sich mit einem Thema intensiv beschäftigt oder mit Leuten intensiv beschäftigt, dann geht einem das schon nach und dann denkt man da viel darüber nach. Man denkt auch viel darüber nach, hat man deren Geschichte richtig dargestellt? Ist man denen gerecht geworden? Hat man da die Verantwortung übernommen? Und man denkt natürlich, klar, das ist ja auch, also das ist jetzt immer nur Schreckgeschichten. Das Tolle am Beruf des Journalisten, wirklich, ist, dass du ja, man kann überall hingehen und überall alles fragen. Also du kannst irgendwie mit Reichen reden, genauso wie mit Armen. Du kannst, weiß ich nicht, mit der Krankenschwester genauso reden wie mit dem Busfahrer, wie mit der Ärztin, wie mit der Unternehmerin, wie mit dem Politiker. Das heißt, du kannst in ganz verschiedene Lebenswelten reingucken und das bildet natürlich dein Weltbild viel weiter. Also du hast ja immer die ganze Welt, die du fragen kannst. Das ist echt toll. Und damit denkt man viel nach über die Gesellschaft und was richtig ist und was gerecht ist. Also ich habe zum Beispiel mehrere Filme gemacht über Bildung und über Schule und über Bildungsgerechtigkeit und die Frage, ob wir eigentlich eine Chancengleichheit haben und ob wirklich alle Kinder, die so geboren werden, wenn man überlegt, das Leben beginnt quasi, weiß ich nicht, im Krankenhaus, im Kreissaal und da liegen diese ganzen vielen kleinen Babys und dann ist die Frage, wie geht denn deren Leben so weiter? Und dann habe ich also verschiedene Schulen, ich war in Salem in dem teuren Internat am Bodensee und ich war in Hauptschulen in Niedersachsen und so. Und im Prinzip sind es alles immer Kinder, die gleichen Träume und Wünsche haben, aber haben die eigentlich wirklich die gleichen Chancen oder hängt es eben doch davon ab, wie das Elternhaus ist und solche Sachen. Also über sowas denkt man schon viel nach und je mehr Leute man natürlich trifft, desto mehr denkt man darüber nach und desto mehr macht das auch mit einem. Aber man muss es irgendwann auch wieder weggeben, weil wenn du dir die ganzen Schicksale draufpackst, dann ist es auch schwer als Journalist. Anne. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, Sie haben ja auch eine Familie so und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf so ein Querdenker-Demo gehen und da halt zu reportieren, ich glaube, das war nicht ganz deutsch, egal, wie findet Ihre Familie das dann so und hat die Angst oder sagen Sie dann, dass Sie das lieber nicht machen sollen? Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass kennt meine Familie das ja und die wissen das und B ist es natürlich schon so, gar nicht jetzt nur, egal ob man Familie hat oder nicht, wollen wir ja gerne, dass keinem unserer Reporter irgendwas passiert. So, also das ist, wir müssen ja schon auch als Sender dafür gucken oder darauf achten, dass wir die Leute und gerade die Reporter beschützen. Das hat zugenommen in den letzten Jahren. Also das ist mehr als früher. Ich meine, es gab immer, weiß ich nicht, Berichte, die gefährlich waren. Wenn du klar in Kriegsgebiete fährst, sowieso. Und wenn du aber auch früher von, weiß ich nicht, Nazi-Demos oder so berichtet hast, war immer klar, dies ist jetzt, da bist du jetzt als Presse nicht so wahnsinnig, wirst du nicht mit offenen Armen empfangen. Und auch bei Querdenker-Demos ist jetzt ja auch nicht so, du wirst jetzt, da ist ja auch Polizei, die eigentlich auch aufpasst und auch guckt, dass Journalisten ihre Arbeit machen können und dass die Demonstranten demonstrieren können. Aber inzwischen wissen wir ja auch, es gibt so ein paar Sachen, die
gefährlicher sind oder die, wo es echt ungemütlich werden könnte. Und dann musst du halt, weiß ich nicht, im Notfall Security mitnehmen. Also wir achten schon drauf, dass irgendwie die Reporter-Teams bestmöglich geschützt sind. Und toi, 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 kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Also ich habe einen Kollegen, der in einer Nazi-Demo verhauen wurde. Das war schlimm, so. Aber das war jetzt so in den 20 Jahren auch das einzige Mal, woran ich mich erinnere, wo es wirklich so ernst wurde. Ansonsten haben wir das bis jetzt ganz gut hingekriegt. So, was gibt's noch an Fragen? Stefanie, sehe ich hier. Ach ne, nun. Ich wollte fragen, so angenommen, wenn Sie so einen Kommentar irgendwie jetzt halt veröffentlichen, zum Beispiel jetzt auch das mit den Flüchtlingen und so, haben Sie da nicht Angst, wenn Sie so eine große Menschenmenge kritisieren, weil viele sind ja auch gegen Flüchtlinge und so in Deutschland? Ja. Also lustigerweise, als ich den Kommentar gesprochen habe, war mir das nicht so klar, muss ich leider ehrlich sagen. Also ich bin da, habe dann einfach gesprochen, weil das so, das war so in mir. Und dass das so eine große Menge an Wut hervorruft, war mir, das hat sich ja jetzt auch verändert. Das war 2015 noch nicht so offensichtlich, als ich diesen Kommentar gesprochen habe. Heute weiß ich das mehr. Heute weiß ich, also das war damals, war das ehrlich gesagt überraschend. Heute weiß ich, bei bestimmten Themen, und es sind immer die gleichen Themen, dass du da ordentlich Gegenwind kriegst. Und dass das, oder das ist ordentlich Gegenwind, dass das Themen sind, die sehr kontrovers und unterschiedlich diskutiert werden. Dazu gehört zum Beispiel eben auch Gendersprache, was wir vorhin hatten, oder überhaupt alle feministischen Themen sind immer Themen, die sofort ja, sehr, sehr heißspornig diskutiert werden, oder Klimathemen, Migration sowieso, also wenn es um Flüchtlinge geht, aber auch. Weiß ich nicht, wenn man wahrscheinlich Themen machen würde wie, aber so gab es jetzt in letzter Zeit, Enteignung von Eigentum. Also wenn es so Themen sind, die so wirklich an die Grundgerechtigkeitsgefühle der Menschen gehen, dann geht das heiß her. Aber das weiß man auch und dann muss man sich eben wappnen. So. Vroni. Ich wollte fragen, ob Sie denn selber auf Social Media aktiv sind und was Sie, wie viel Zeit Sie da immer so verbringen mit sozialen Medien. Also ich bin bei Twitter. Da verbringe ich schon Zeit. Ich lese viel auf Twitter. Ich habe früher viel mehr gepostet als heute. Also ich stelle fest, dass zum Beispiel ich da, das ist auch so was, finde ich, der Umgang mit sozialen Medien, was man, das könnt ihr wahrscheinlich viel besser schon als wir. Ich finde immer, dass die Jugend viel weiter ist. Also ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn es immer heißt, ja, die Jugend muss medienkompetent gemacht werden. Ich finde, dass Erwachsene das auch gemacht werden müssen, weil ich oft den Eindruck habe, dass ihr schon besser wisst, was man machen kann und was man nicht machen kann. Also ich finde, man muss dann lernen, okay, bringt es was, wenn ich mich jetzt in eine Debatte einbringe? Wann bringe ich mich in die Debatte ein? Kann ich wirklich was Gescheites sagen in diesem Fall 140 bzw. 270 Zeichen? Und das kann man oft nicht, weil natürlich Themen eigentlich viel größer sind als irgendwie solche Schlagwörter. Also da bin ich bin ein bisschen bei Instagram, aber da kümmere ich mich zu wenig drum. Ich muss gestehen, dass ich leider, obwohl meine Tochter es schon oft verzweifelt versucht hat, mir zu erklären, ich mit Instagram nicht so gut zurechtkomme. Ich werde mich noch mal damit näher beschäftigen. Aber lesen tue ich das schon. Ich liebe TikTok, aber nur zum Gucken. Ich liebe TikTok-Videos. Finde ich wirklich, das finde ich das absolut kreativste und lustigste Medium von allem. Und ich bin echt viel bei YouTube auch. Also ich gucke wahnsinnig viele Videos bei YouTube. So, aber das sind ja auch oft, also YouTube ist ja im Prinzip eigentlich auch nur ein Videokanal. Das sind natürlich auch oft Videos, die jetzt, also die sowohl von YouTubern kommen, aber auch, weiß ich nicht, von anderen Medien gemacht werden. Tascha oder Emilia? Emilia? Sie haben ja das Format STRG-F entwickelt und da wollte ich fragen, wie Sie dazu gekommen sind. Haben Sie das schon mal gesehen? Ja, also ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut, aber ich habe es gelesen, dass Sie das eben entwickelt haben und es hätte mich jetzt interessiert, wie so der Punkt ist, wo Sie dann gesagt haben, ja, da fange ich jetzt an. Also
Ich habe euch ja vorhin nach Funk gefragt. Es gab ja die Bestrebung in den ARD und ZDF, dass wir gemerkt haben, okay, das lineare Fernsehen, da sind wir echt ein bisschen zu alt. Wir müssen jüngere Leute erreichen. Also gab es ja sozusagen diesen Zusammenschluss. Es wird also sozusagen alle Sender geben Geld rein, um Formate zu machen, die für ein jüngeres Publikum sind. Und ich bin ja nun schon immer bei Panorama und habe schon festgestellt, dass die Themen, die wir machen, eigentlich oft total interessant sind für junge Leute, weil es eigentlich immer um Gerechtigkeit, ganz letztendlich geht es immer um Gerechtigkeit und um Miteinander leben und solche Sachen. Aber natürlich im ersten Fernsehprogramm guckt es dann auch kein jüngerer Mensch an. Also haben wir überlegt, können wir nicht irgendwie Themen machen, die eigentlich aus dieser Themenwelt kommen, aber eben anders an junge Leute rangebracht werden. Und deswegen haben wir das über YouTube gemacht und über dieses Netzwerk Funk. Und haben am Anfang uns viel überlegt, was sie so interessieren könnte und wie sie das so interessieren könnte. Läuft es seit 2 Jahren und läuft irgendwie echt ganz erfolgreich. Ich glaube, es sind so fast 500.000 Abonnenten. Und das sind Themen von bis, ne? Also wir hatten zum Beispiel neulich eine Geschichte, das hatte eine Reporterin rausgefunden, dass auf öffentlichen Toiletten oder Umkleidekabinen oder heimlich oder auch privaten Toiletten, also bei manchen Leuten Videokameras, so versteckte Kameras angebracht sind, die die Leute filmen und dann werden die ins Netz gestellt. So Nummern zum Beispiel, da hatte sie eine große Reportage drüber gemacht, die ich total schrecklich fand. Also diese Vorstellung, dass man irgendwo, weiß ich nicht, auf einem Konzert oder in einem Kaufhaus aufs Klo geht oder in der Umkleidekabine steht und irgendjemand würde dich heimlich filmen und würde das dann nachher ins Netz stellen, fand ich ziemlich grauslich, diese Vorstellung. Passiert aber leider. So, solche Sachen machen wir da. Wen habe ich jetzt? Olivia? Ich wollte fragen, wie das ist und im Journalismus so untereinander, ob es einen großen Machtkampf gibt oder ob man einfach sich denkt, so ja, ist mir egal, der andere so, ich erzähle das oder wie das ist. Also jetzt nicht in einer Redaktion, wahrscheinlich nicht mal in einem Haus, aber natürlich gibt es in den Medien schon total Konkurrenz. Also früher vielleicht sogar noch mehr. Natürlich konkurrieren die unterschiedlichen Zeitungen miteinander, weil es darum geht, wer hat die beste Geschichte und wer verkauft seine Zeitung damit am besten. Natürlich konkurrieren auch die Fernsehsendungen miteinander. Klar hast du den Anspruch, dass jetzt, weiß ich nicht, unsere Sendung besser ist als die vom ZDF oder von RTL oder von ProSieben. Also ja, klar. Großen Kampf gab es natürlich auch immer zwischen der Bild-Zeitung und den Öffentlich-Rechtlichen. Ganz letztendlich würde ich aber denken, dass dadurch, dass die Presse auch so angegriffen ist oder die klassischen Medien auch oft so angegriffen werden, dass in dem Punkt wahrscheinlich sogar eine gewisse Solidarität untereinander herrscht. Aber tendenziell ist es schon Konkurrenzkampf. Das ist ja auch übrigens ganz gut, weil wir ja, also ich finde, je mehr Medien es gibt und je mehr unterschiedliche, vielfältige Berichterstattung es gibt, umso besser für die Gesellschaft. Also ich finde das gut, wenn unterschiedliche Themen miteinander konkurrieren müssen und die Bürger und Bürgerinnen entscheiden können, was sie interessiert und was sie aus einer Auswahl sozusagen kommen können. Es ist ja viel schwieriger, wenn du, und ich weiß nicht, welche Zeitungen gibt es denn im Raum Schrobenhausen? Was ist denn da? Irgendjemand sagte vorhin, also ich weiß gar nicht mehr wer. Weißt du das zufällig, Olive, weil du noch was ihr so an Regionalpresse habt? Also es ist ja oft, dass es nur noch eine Zeitung gibt. Das ist ja auch schade dann, ne? Also wir lesen ganz oft den Donaukurier. Ja. Und gibt es noch eine andere Zeitung? Oder gibt es nur den Donaukurier bei euch? Die Schrobenhausener Zeitung. Ja. Und immerhin, sind es schon mal zwei. Also da hat man schon mal zwei Konkurrierende und es kann schon sein, dass die unterschiedlich berichten. Das ist ja eigentlich gut. Jetzt habe ich nochmal Anne. Ja, ich habe noch mal eine Frage, und zwar, wenn man, also
ich finde das jetzt, wäre ich jetzt so im Fernsehen und so, ich glaube, ich würde das gar nicht so realisieren, dass ich so vor so vielen Leuten so stehen würde. Und auch im Internet und so gab es den Punkt, wo sie sich, also wo sie das Ganze realisiert haben und wie haben sie sich da gefühlt? Na, ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich zu dem, was wir jetzt hier machen. Guck mal, du redest jetzt vor 100 Leuten. Ja, so, jetzt siehst du nur deine kleine Kamera an deinem Computer, aber jetzt sind hier 100, oder also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt, ja, 98 Teilnehmer haben wir jetzt hier gerade. Und würdest du jetzt in der Aula stehen vor 100 Leuten, wäre das natürlich sehr viel auf, schätze ich mal, also sehr viel aufregender. Und so geht es mir auch. Ich stehe in meinem Fernsehstudio und dann steht da mein Kameramann oder Kamerafrau und dann sehe ich natürlich nicht 2,5 Millionen Leute, die da zugucken. Gott sei Dank, sonst glaube ich, würde mir wahrscheinlich ganz Angst und Bange werden. Das hast du natürlich, manchmal erlebst du das schon, wenn du jetzt auf Veranstaltungen bist und irgendwo eingeladen bist und plötzlich bist du vor großem Publikum. Dann merkt man den Unterschied. Aber das ist der Vorteil, finde ich. Es ist aber wahrscheinlich auch, wenn du in der Zeitung schreibst, siehst du ja auch nicht die ganzen Leser, für die man da zuständig ist. Dascha. Ja, ich habe halt nur eine Frage, und zwar könnten Sie vielleicht so sagen oder so erklären, wie man vielleicht Fake News erkennen könnte? Das ist eine große Frage. Und aber auch eine total wichtige. Habt ihr darüber schon mal gesprochen? Habt ihr das schon mal im Unterricht gemacht? Was eine News ist, was eine Fake News ist? Muss ich mal euren Lehrer hier, Herr Fessler. Also, ich glaube, dass das allererste, überhaupt bei allen Nachrichten, egal ob das jetzt Fake News oder nicht Fake News sind, ist, wenn eine Nachricht kommt, die ist irgendwie besonders aufregend und dolle, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste zuerst mal zu gucken, wer. Wer schickt diese Nachricht? Wo kommt die her? Was ist die Quelle tatsächlich? Ist die Quelle weiß ich nicht, ein klassisches Medium, was man schon mal gehört hat, oder kommt sie von irgendjemand? Kann ja trotzdem genauso stimmen. Also gerade in den sozialen Netzwerken hast du ja ganz viel, keine Ahnung, Peter K. postet irgendwas und du weißt aber nicht, wer Peter K. ist. Dann ist der zweite Moment, der ist, gibt es viele andere Medien, die diese Nachricht teilen? Also wird die weiterverbreitet? Keine Ahnung, kann ich das vielleicht auch, also wenn jetzt, weiß ich nicht, Peter K. das postet, schreibt auch die Süddeutsche was darüber oder der Donaukurier auf seiner Seite oder wird es im Radio aufgegriffen? Das ist zum Beispiel schon immer ein Ausweis dafür, dass eine Nachricht eher stimmt. Und dann ist, glaube ich, für Fake News total wichtig zu überlegen, kann das stimmen? Also ich glaube, das Wichtigste für Fake News ist der eigene Verstand. Ist es plausibel? Erscheint mir das logisch? Ich finde immer alle Nachrichten, die einfache Antworten geben, denen würde ich, das ist jetzt so mein persönlicher Tipp, denen würde ich immer schon skeptisch gegenüberstehen. Weil in der Regel habe ich festgestellt, ist die Welt nicht einfach. Es gibt keine einfache Antwort. Es gibt auf nichts eine einfache Antwort. Es gibt keine einfachen Botschaften. Und alles, was sozusagen pauschal ist, die Flüchtlinge, die Muslime, die Rechten, die Linken sind so und so, sind auch immer schon schwierige Nachrichten. Jetzt ist bei Fake News ganz oft das Problem, es gibt natürlich richtige, gefälschte, gelogene, erfundene Geschichten, wie wir das jetzt oft mit Verschwörungstheorien haben, aber es gibt auch ganz viele Geschichten, da stimmt der Kern, da stimmen viele Aussagen. Da ist immer eine Wahrheit mit drin und dann kommt es darauf an, wie sie interpretiert werden. Was man sozusagen sich, wie man eine Nachricht wertet. Und da ist, glaube ich, schon immer das Wichtigste ist, dass man sich versucht, möglichst verschiedene Punkte dazu zu suchen. Also ich habe das ja auch ganz oft, ich kriege irgendwas, meinetwegen auf Twitter, denke mir, das ist ja, und ist irgendwie mir auch schon passiert, ne? Also ich hatte irgendwann, weiß ich noch, ich habe irgendwann ein Foto, was ich mal weiter gepostet habe, da war Donald Trump und Melania Trump und noch irgendwie zwei Leute und dann hieß es ja irgendwie, Donald Trump hat schlechte Laune wegen des Staatsbesuchs von, sagen wir mal, Angela Merkel. Und da hatte der so runtergezogene Mundwinkel, das fand ich rasend komisch, habe ich dann weiter vertwittert. Und dann kriegte ich sofort einen riesen Shitstorm, weil es hieß, wie blöd ich denn eigentlich sei, dass ich nicht kapierte, dass das Foto manipuliert ist.
Dann habe ich mir das angeguckt. Ich habe es natürlich tatsächlich auf diesen kleinen Kacheln hier in diesem Handy nicht gesehen. Aber das ist doof, ja, das geht nicht. Also das darf mir eigentlich nicht passieren, sondern ich muss da hingucken und muss mir sagen, wo kommt dieses Foto her? Gibt es es öfter? Ich muss es mir genau angucken. Also ich glaube, man muss schon, bevor man selber Nachrichten auch weiterverbreitet, recherchieren und gucken, wo kommt die her und ist das plausibel. Das kann ich auch nur für, kann ich euch nur auch allen weitergeben. Das ist echt wichtig, dass man, weil ihr alle seid auch letztendlich Weiterverbreiter. Also ihr seid, das ist ja nicht mehr so wie früher, wo nur Journalisten in einer Fernsehsendung gesendet haben oder in einer Zeitung gedruckt haben, sondern ihr seid alle letztendlich auch Weiterverbreiter von Nachrichten oder sogar vielleicht Ersteller von Nachrichten. Indem ihr was postet oder was liked oder was weiterverbreitet. Das heißt, ihr müsst gucken, ihr seid mit Teil davon. Ist das richtig oder nicht? Ist das wahr oder nicht? Ist das plausibel oder nicht? Schadet das irgendjemanden oder nicht? Diese Fragen muss man sich stellen. Bin hier kurz auf Stumm. Wie ist denn eigentlich das Prozedere, das Weitere? Gibt es denn noch Fragen? Oder seid ihr jetzt platt vor lauter Anja Reschke-Gerede? Gibt es irgendjemand, der Journalist werden will? Journalistin, muss ich in diesem Fall sagen. Den das interessieren würde. Das ist wirklich eigentlich ein toller Beruf. Sehe ich jetzt keinen, das ist erschütternd. Vielleicht kommt es noch. YouTuber, Influencer. Ist auch Journalist, letztendlich. Könnte einer sein. Kann sich ja noch entwickeln, hoffe ich doch mal. Gut. Also wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich total bedanken. Ich fand das ganz interessant. Ich fand es toll, dass ihr euch so beteiligt habt und merke auch immer, wenn ihr dann Fragen stellt, dass die auch in mir dann immer was auslösen, was man mitnimmt und worüber ich nachdenke. Ich wünsche euch eine weitere gute Schulzeit, trotz dieser blöden, hat ja Vor- und Nachteile, dieses blöden Lockdowns. Und ja, vielen Dank für eure rege Beteiligung und eure Fragen. Vielen Dank auch. Alles Gute. Und ich finde immer, keine Ahnung, wenn sowas, wir können auch, also das, manchmal arbeitet man sowas ja auch nach. Ich bin auch gern bereit, wenn sich jetzt irgendwie wir festgestellt haben, da haben sich jetzt nochmal Sachen ergeben oder man müsste nochmal das mit bestimmten Beispielen vertiefen oder so. Ich komme auch gern nochmal. Irgendwann komme ich auch mal in echt. Nach Schrobenhausen wollte ich eh immer. Schon wegen des Spargels, nein. Aber, also wenn sich das irgendwie, weiß ich nicht, wenn da weitere Fragen sind, gerne, kommt ihr auf mich zu. Alles Gute. Vielen Dank, alles Gute. Danke, Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön, Ihnen auch. Danke. Danke, Ihnen auch. Mach ich jetzt hier verlassen?